Hallo liebes StageChat-App-Community. Im ersten Teil dieser Reihe gebe ich euch einen Überblick über die StageLight-App. StageLight ist eine App zur Steuerung von Bühnenscheinwerfern. Das Default-Steuerungsprotokoll ist ARTNET. Es wird aber auch Lumen Radios Bluetooth-Protokoll für CRMX oder Wireless DMX unterstützt. Wenn ihr die App das erste Mal startet, beginnt die 14 Tage Testperiode. In dieser Zeit bietet euch die App ein leicht erweitertes Premium-L-Paket kostenlos an, damit ihr die App auf Herz und Nieren testen könnt. Nach den 14 Tagen entscheidet ihr, wie es weitergeht. Mit 4 Scheinwerfern und maximal 32 DMX-Kanälen kann die App auch danach kostenlos verwendet werden. Wenn ihr euch für ein Upgrade entscheidet, bietet euch die App 3 Möglichkeiten. Die erste befindet sich hier in diesem Dialog. Über den Upgrade-Button gelangt ihr zum Upgrade-Dialog. Wenn ihr bereits gekaufte Pakete wiederherstellen wollt, geht das auch hier. Die zweite Möglichkeit befindet sich in den Einstellungen. Und die dritte Möglichkeit ist direkt im App Store auf der StageLight App Produktseite. Es gibt unterschiedliche Pakete zur Auswahl. Die genaue Aufschlüsselung, was in welchem Paket enthalten ist, findet ihr auf der Produktseite. Ihr bezahlt einmal pro Produkt für den kompletten Lebenszyklus der App für alle Geräte, die zu einer Apple ID gehören. In diesem Tutorial werde ich euch primär den Mixer und seine Komponenten vorstellen. Je nach Größe des iPads wird im Mixer eine unterschiedliche Anzahl an Steuerkanälen angezeigt. Über die Paginierung könnt ihr zwischen verschiedenen Seiten hin und her wechseln. Es stehen dafür 200 Seiten zur Verfügung. Mit jedem Kanal könnt ihr einen Scheinwerfer, eine Gruppe oder eine Cue-List aktivieren. Die Intensität wird mit dem Fader eingestellt. In den Einstellungen könnt ihr zwischen DMX-Werte und prozentualer Darstellung umschalten. Des Weiteren könnt ihr noch den maximalen und den minimalen Wert festlegen oder die automatische Einblendzeit einstellen. Über den Aktionsbutton blendet ihr den Kanal automatisch ein und aus. Mit dem Flash-Button wird der Kanal aktiviert, solange ihr den Button drückt. Klickt ihr den Control-Button, öffnet sich die Einstellung eines Scheinwerfers oder einer Gruppe. Für Cue-Listen ist diese Funktion deaktiviert. Im Einstellungsdialog passt ihr die Farbe, die Position oder alle anderen Attribute an. Dies kann über die spezialisierten Controls, die Fader oder die Picker erfolgen. Auf der rechten Seite findet sich der Cue-Record-Button. Um eine Cue aufzuzeichnen, müsst ihr diesen Button zuvor klicken. Jetzt wird der Aufnahmevorgang gestartet und der Button beginnt zu blinken. Ab jetzt werden alle DMX-Werte aufgezeichnet. Zum Beenden und Speichern klickt ihr den Button erneut. Die genauen Details zeige ich euch in einem separaten Tutorial. Über das BPM-Control verändert ihr die Geschwindigkeit BPM von aktiven Cue-Listen vom Typ Chaser. Mit dem Master Intensity Fader stellt ihr die Gesamthelligkeit über alle Scheinwerfer ein und mit dem Blackout-Button schaltet ihr alle Scheinwerfer aus oder auch wieder ein. Ist die App per WLAN oder per LAN verbunden, seht ihr das am Netzwerk-Icon. Durch Klick auf den Button werden die Netzwerkdetails angezeigt. Das Menü bietet eine Vielzahl an Einstellungen, die ich euch in einem späteren Tutorial erläutern werde. Zusätzlich findet hier zum Beispiel das Benutzerhandbuch und die Möglichkeit, die App in Social Media Kanälen zu teilen oder auch eine Bewertung für den App Store abzugeben. Dies würde mich sehr freuen und in der Weiterentwicklung der App sehr helfen. Im nächsten Tutorial stelle ich euch vor, wie ihr Scheinwerfer in StageLight patcht. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Features in StageLight gibt. Habe ich alles erklärt oder habt ihr etwas vermisst? Oder wünscht ihr euch vielleicht noch neue Features? Dann schreibt es mir in die Kommentare.
Bis zum nächsten Mal, euer Marco von StageLight.